Es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, wie genau so Lagerspitzen und dergleichen sind. Das wollte ich mal überprüfen und so habe ich mich bei meiner Jet 1221 VS mal dran gemacht und das Ganze untersucht. Das Ergebnis seht ihr jetzt. Als erstes habe ich das Nova G3 Futter auf die Spindel geschraubt und festgestellt, dass ich immer an derselben Stelle reinkomme, nämlich hier. Da ist so eine kleine blaue Markierung. Hier ist die Imbusschraube und egal wie ich es aufsetze, ich lande dort immer an diesem Einschlag. Das heißt, der ist also derselbe. Dann habe ich ein Stückchen Kantholz genommen. Hier ist es. Und habe dieses Kantholz so weit zwischen den Spitzen bearbeitet, dass ich eine saubere Auflage für das Futter bekommen habe. Gut, der Abstand der Backen ist jetzt noch ein bisschen zu groß, aber grundsätzlich funktioniert es. Es ist eine saubere Auflage auf der Vorderseite der Spannbacken gewährleistet. Das konnte ich auch einwandfrei klemmen. Um das Holz später mal wieder sauber einspannen zu können, markiere ich mir zwischen der Spannzange 4, der Spannzangführung 1, hier zwischen mit einem kleinen Bleistiftstrich die Position. Das nächste, was anstand, war dieses Holz an einer Seite zumindest rund zu drehen. Ich wollte hier vorne eine Spitze bekommen. Die Pinole ist bereits um 50 mm ausgefahren. So, das ist die Sicht von oben. Das ist die Sicht von der Seite. Die Gesamtlänge beträgt in etwa 25 cm. Wenn ich vom Spindelgewinde ausgehe, etwa 28 cm. Das ist doch gut. Ja, hervorragend, finde ich. Ohne Manipulation. Gut.